Falls du Bock auf einen sehr aktiven Minecraft Bedrock Discord hast, dann check auf jeden Fall den Link in der Beschreibung aus. Da ist ein direkter Link zu meinem Discord. Wir sehen uns da. Viel Spaß. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich dir vor, wie du ganz einfach dir Minecraft Bedrock Server holen kannst für PS4, Switch, alle anderen Geräte, Handy, die ihr so habt, die Minecraft Bedrock Edition hat. Dann habt ihr zum Beispiel nämlich so einen Server hier. Könnt ihr ganz easy drauf joinen und könnt eine Menge Spaß haben. Für dieses Video hat mich nämlich Pocket Host angeschrieben und haben mal gefragt, ob ich das Ganze mal vorstellen könnte. Die haben nämlich auch eine coole App. Und dann sage ich natürlich, klar kann ich das gerne machen. Und deswegen steht auch jetzt oben links irgendwie Dauerwerbesendung oder Produktplatzierung, irgend so etwas in der Richtung. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Die haben mich angeschrieben und deswegen stelle ich euch heute mal die App Pocket Host vor, mit der ihr dann halt gleich ganz easy auch so welche coolen Server machen könnt, die eigentlich ganz easy gehen. Und wir werden uns die App mal einmal anschauen und ich würde dazu meine ehrliche Meinung sagen und ich würde sagen, wir switchen jetzt mal direkt auf mein Handy. Let's go. Was wir jetzt einmal ausfüllen können, ist Minecraft Bedrock Pocket Edition, Minecraft Java Edition, Minecraft Pocket Mine. Jetzt werden wahrscheinlich schon die ersten Fragen, was ist das denn jetzt? Minecraft Tekkit Modpack, Terrarian, Vintage Story. Und ihr könnt noch ein Spiel anfragen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie meint, ja, genau das und das Spiel, das fehlt mir jetzt hier noch, dann könntest du ganz easy einmal anfragen, Die haben nicht auch einen Discord-Server, glaube ich. Da muss ich auch nochmal beitreten, falls ihr Bock habt. Kommen wir jetzt mal zum Thema Minecraft Bedrock Pocket Edition und Pocket Mine. Jetzt seht ihr nämlich schon die ganzen Symbole. Handy, PlayStation, Switch, Windows und Xbox. Das habt ihr. Und da auch. Es gibt hier nämlich einen großen Unterschied. Pocket Mine kann man nämlich Plugins machen. Und wie ihr eben gerade schon gesehen habt, ist das nicht das normale Minecraft, sondern das ist eher für Leute, die sich ein bisschen mit Plugins austesten wollen und die da ein bisschen in eine Richtung machen wollen, einen richtig coolen Server, wo man dann auch Spiele drauf machen kann und so und wo man echt geile Sachen mitmachen kann. Für die ist Pocket Mine ganz gut und Java interessiert uns eh nicht, aber für Leute, die sagt, ey, ich will einen ganz normalen Minecraft-Server, ich will mit meinem Freund ein bisschen Survival spielen, dann ist das oben die bessere Variante für euch. Und das machen wir einmal. Das wählen wir einmal aus. Serveradresse. Jetzt können wir mal so sagen. So, ich habe jetzt einfach mal Manix und Friends genommen. weil da können wir nämlich mit unseren schönen Freunden spielen, ne? Und die Endung, also die Endung von der Domain, die ist .pcktmi. Ja, den erstellen wir jetzt einmal. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal MainXD als Pocket Mine und einmal Manix and Friends. Und Manix and Friends, das werde ich euch jetzt ein bisschen zeigen, wie man das Ganze jetzt machen kann. Hier steht schon, vielleicht ist es offline, das ist okay, wir haben die Version gleich und Booster. Das ist ein System, was nicht viele so haben, finde ich irgendwie. Das ist auch sehr, sehr schön ansehnlich gelöst. Dazu werden wir aber gleich nochmal kommen. Wir gehen erstmal auf die Option. Und im Vergleich zu meiner anderen Welt sehen wir nämlich schon gleich, es fehlt ein Tab.
nämlich Plugins. Das fehlt. Aber es ist natürlich auch normal, weil wir hier auf der ganz normalen Minecraft-Version sind. Spielversion. Hier können wir unsere Spielversion einstellen. Wir können hier von der 1.17.10 wählen bis zu der aktuellen Version, die 1.18. Ja, 1.18 macht auf jeden Fall Sinn. Das finde ich sehr cool. Und jetzt würde ich sagen, wir nehmen mal jetzt hier gigantische... wir nehmen mal viele Gebirge. Das ist echt sehr, sehr cool. Game Mode machen wir mal auf Survival. Denn ihr könnt da vielleicht später auch nochmal drauf schauen. Keine Ahnung, was ihr da macht. Könnt ihr euch mal überlegen. Schwierigkeitsgrad ist easy. Und die maximale Spieleranzahl machen wir mal auf 100. Warum denn nicht? Und View Distance. Ui, okay. Lassen wir mal auf 8, also die Sichtweite lassen wir mal auf 8. Und wir speichern das Ganze einmal. So, Zugriff. Jetzt sieht man nämlich jetzt hier schon unseren Zugriff, finde ich, Manix, bin ich. Moin. Und wenn wir jetzt nämlich hier andere Leute haben, auch die App zum Beispiel, ihr habt jetzt einen Server, den kauft ihr Zutritt, meinetwegen. Und dann könnt ihr nämlich hier eure Freunde einladen über einen Code. Und dann kann die das auch in der App und können dann nämlich das gleiche machen wie ihr. Das ist jetzt nicht, dass ihr da beitreten müsst. Also ihr müsst jetzt nicht jeden einzelnen Code senden, sondern es ist wirklich nur für Admins, die dann halt wirklich auch Sachen da verändern können. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Also das ist wirklich einer der Pluspunkte, die ich auch so doch selten gesehen habe. Das für mich sogar einer der größten Pluspunkte ist. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Team habt oder Freunde habt, die auch sagen, ey, ich möchte auch gerne Zugriff drauf haben, möchte gerne Sachen verändern. Kein Problem. Hier geht das. Sehr, sehr cool. Jetzt nämlich zu einer Sache, die natürlich den einen oder anderen aufstoßen wird. Booster. Die Booster sind nämlich dazu da. Wir können hier einmal nochmal kurz auf Booster gehen. Hier sieht man nämlich schon, dass man einzelne Level boostern kann. Und ja. Zum Beispiel jetzt hier kann man 6 von den Tokens spart man. Also dann kann man echt dann, wenn man seinen Server geboost hat, verbraucht man weniger von den Tokens. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, aber Tokens, was sind Tokens? Das erkläre ich auch noch gerne. Ihr habt nämlich hier die ganzen Tokens, das aktuelle Guthaben. Das ist nämlich die Währung, mit der ihr dann nämlich die Server betreibt. Und ihr könnt das auch ganz auch gratis machen. Das heißt, ihr könnt ihr eine Werbung anschauen, ihr könnt Leute einladen, kriegt ihr mal extra Tokens. Also ihr könnt auch gut Tokens machen und nicht zahlen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ihr könnt natürlich auch euch sagen, ey, ich kaufe mir ganz, ganz viele Tokens und dann kaufe ich mir einen richtig coolen Server. Und hier haben wir nochmal die ganzen Booster, die auch sehr, sehr cool sind, finde ich. Also die machen auf jeden Fall Sinn, falls ihr richtig coolen großen Server haben wollt. Und ja, ich habe jetzt hier 21 Tokens. Ich denke, wir werden ein paar investieren, Jungs. Ich würde sagen, wir starten jetzt einmal kurz diesen Server. Und jetzt haben wir nämlich schon gleich ein paar Infos. Manix and Friends, der läuft jetzt hier gerade auf ein Ding pro Stunde. Hier haben wir nämlich jetzt hier schon also ein Token. Das heißt, wir können 21 Stunden lang laufen lassen, was ziemlich, ziemlich cool ist. Hier hat der 1 GB RAM und 2 hat dann S zum Beispiel und M gibt es auch noch und L. Ja, das ist auch ziemlich cool. Also da könnt ihr dann wirklich auswählen, ja, wie krass euer Server sein soll. Das heißt, wenn es laggt, dann könnt ihr gerne auch upgraden. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier einmal erstmal für XS, weil eh noch keiner drauf kann. Ja, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einmal. Ja, und dann wird der Server jetzt hier einmal gestartet. Und dann können wir uns dann gleich auf der, verbinden. Mit manixandfriends.pckt.me. Genau, das können wir dann gleich mal kurz machen. Und wir warten einmal kurz, kann jetzt ein bis zwei Minuten dauern, bis das Ganze fertig ist. Aber wir sehen uns auf jeden Fall, wenn das Ganze fertig ist, auf der PC. So, Freunde, wir fangen jetzt einmal kurz an, den Server zu wechseln.
Denn ihr wechselt jetzt mal kurz auf die anderen Server. Servername ist ja egal, ganz einfach Manix und Friends. Ich finde den Namen irgendwie cool, ich weiß auch nicht. Serveradresse machen wir da einmal jetzt das folgende rein. Manix and Friends. Und dann speichern wir das Ganze einmal. Und dann sind wir schon gleich die 100 Slots. Und wir treten das Ganze einmal kurz bei. Das sieht schon einmal sehr, sehr gut aus. Und falls ihr euch dann nochmal gleich OP machen wollt, das kann ich euch auch nochmal kurz gleich nochmal zeigen. Ey, ist eigentlich sehr, sehr cool. Also da kann man, ja, mal schauen. Joint auf jeden Fall mal. Jetzt bei mir noch einmal kurz OP. Ihr seht in-game, ich heiße Manix Realm 467. Wenn man das jetzt einfach so in die Konsole eingeben würde, das heißt, wir haben da eine Konsole, da gibt man ein Manix, OP Manix und weiter, dann geht das nicht. Also wenn man dann ja jetzt ein Leerzeichen hat zum Beispiel, dann wird er nun halt noch Manix OP'en. Das heißt, jetzt in meinem Fall, Manix Realm heiße ich ja und dann noch ein paar Sachen dazu, 467, dann macht die einmal OP und dann die diese Klammern da, Manix Realm 467. Ah, ich habe ganz vergessen, Sheet zu aktivieren. müsst ihr dann natürlich auch machen, dann in eurer App. Ist ja ganz klar. Und jetzt haben wir unsere coole Minecraft-Welt, wo ihr alles mitmachen könnt. Mein Fazit zu der App. Also ich finde die wirklich extrem einsteigerfreundlich. Also falls ihr wirklich sagt, ihr möchtet einen richtig coolen Survival-Server machen und die diesen weitaus leistungsstärker als ein Realm zum Beispiel, dann ist es meine Empfehlung, das Ganze mal auszuprobieren mit Pocket Host. Selbst wenn ihr dann sagt, ja, ich bezahle oder wir machen jetzt, wir bezahlen mal 10 Euro und dann kaufen wir uns einen coolen L-Server oder einen M-Server, dann würde ich das euch nicht, dann würde ich es auf jeden Fall für eine gute Idee finden. Weil es ist einfach perfekt für Leute, die ganz entspannt, ja, auf den Server zocken wollen und einfach richtig krass viben wollen. Also für so Survival-Welten ist das extrem cool und lohnt sich auch einfach. Was ich halt aber ein bisschen schade finde, ist, dass man keine eigene Welt hochladen kann. Und die Preise finde ich aber in Ordnung, weil Leute, ihr müsst einfach wissen, das Leben ist halt nicht kostenlos. Und so welche Server, die verbrauchen unglaublich viele Kosten. Und Pocket Host muss natürlich auch wirtschaftlich denken. Deswegen finde ich die Preise angemacht und ihr könnt natürlich auch schön sparen. Also wenn ihr wirklich sagt, ja, ihr möchtet boostern, dann habt ihr auf jeden Fall, könnt ihr richtig guten Deal raushauen auf jeden Fall. Und ja, dann war es das jetzt hier vom Tutorial. Jetzt habt ihr alle Freiheiten auf eure Minecraft-Welt. Und ich hoffe, ich konnte euch Pocket Host ein bisschen näher bringen. Das war es jetzt hier von diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns direkt im nächsten Video. Ciao, ciao, meine Lieben.